Servus und hallo, liebe Freundinnen, Freunde, Bernd hier. Jetzt fragt ihr euch selig, was hat er denn da ausgesät? Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen vorgenommen, dass ich eine neue Serie zum Thema Plumeria, also Frangipani, machen möchte. Deshalb hatte ich mir verschiedene Sorten bestellt. Ihr seht, ich habe hier auch noch ein Tütchen, da sind noch fünf Samen drin. Insgesamt sind es einige Sorten, die ich ausgesät habe. Die Infos dazu findet ihr natürlich auf der Webseite www.gartenschlau.com. Und ich habe eine Sorte zweimal bestellt, und zwar die Plumeria The Sun. Und mit dieser doppelten Bestellung möchte ich euch zeigen, wie ich hier die Aussaat gemacht habe. Ihr seht hier, es sind insgesamt 9 Sorten. Die sind jetzt schon seit Montag ausgepflanzt. Das Video entsteht heute an einem Samstag, das heißt, weniger als eine Woche ist vergangen und wir schauen uns einfach mal die Samen an, was denn hier passiert ist. Ich nehme mir jetzt einfach mal hier dieses, The Charm heißt die. Ich ziehe jetzt einfach mal den Samen hier raus. Und wir sehen, nach knapp einer Woche sieht man hier, kommt schon die Wurzelspitze heraus. Bedeutet, Plumeria benötigt relativ wenig Zeit zum Keimen. Bei diesem Samen ist jetzt noch nichts passiert. Bei diesem ist auch noch nichts passiert. Der fühlt sich auch sehr weich an. Wahrscheinlich wird da auch nichts mehr passieren. Und auch bei diesem ist bisher noch keine Keimung erfolgt. Jetzt schauen wir noch beim letzten Samen. Das heißt, 1 von 5 ist nach knapp einer Woche gekeimt. Schauen wir uns noch eine andere Sorte an. Ich nehme jetzt einfach nach dem Zufallsprinzip hier Orange Pearl. Sagt uns schon, das wird eine orangefarbene Blüte sein. Der Samen hat sich schon ein bisschen rausgedrückt. Hier sieht man, ist auch schon eine schöne Wurzel vorhanden. Ziehen wir den raus. Auch bei diesem Samen sieht man hier schon eine Wurzelspitze. Doch wie bin ich bei der Aussaat vorgegangen? Der eine oder andere wird vielleicht schon festgestellt haben, das schaut nicht wie eine normale Aussaat Erde aus. Und genau das ist auch der Fall. Ich stelle die Kiste mit den Aussaattöpfchen mal hierher. Und ich sehe, ihr seht schon auch auf der Kamera, hier handelt es sich um eine Biopflanzerde. Das heißt überhaupt, es ist überhaupt kein Aussaatsubstrat. Bedeutet, es ist eine ganz normale Pflanzerde. Und ihr seht, die ist von der Struktur her relativ locker, sind aber auch teilweise feste Teile, Bestandteile hier mit drin. Wie zum Beispiel hier dieses Stückchen Holz. Aber das Ganze funktioniert wirklich super, gerade bei Pflanzen, die einen hohen Nährstoffbedarf haben. Ist das sehr, sehr gut. Vorgegangen bin ich im Prinzip ganz einfach. Ich habe das Töpfchen mit Erde gefüllt, habe dann hier den Samen genommen. Hier ist noch ein Tipp: Plumeria-Samen sollten nicht bedeckt werden mit Substrat. Das ist eher kontraproduktiv. Ihr nehmt einfach die Samen, und da ist zum Glück hier in der Tüte so ein großer Samen enthalten, und diesen steckt ihr im Prinzip. Ich gehe mal mit der Kamera etwas näher ran oder andersrum mit dem Topf näher an die Kamera. Ihr seht, mit der Spitze des Samens steckt ihr das Ganze einfach ins Substrat. Das Substrat könnt ihr entweder im Anschluss angießen oder bevor ihr die Samen steckt. Und in dem Fall ist wirklich stecken, angießen. Und im Prinzip war es das auch schon. Der hat nicht so ganz gepasst. Wenn das Substrat feucht ist, dann kann man das ein bisschen besser stecken. Und im Prinzip reicht das schon. Was man auch machen kann, damit dieser ganze Prozess etwas schneller abläuft: die Samen vor der Aussaat einfach ein bisschen in Wasser einweichen. Und dann funktioniert das an sich schon recht simpel. Das ist jetzt die Plumeria the Sun, die Frangipani. Fotos zu den einzelnen Blüten findet ihr auch auf der Webseite, auch die Verlinkung, wo ich sie gekauft habe, die Samen. Der eine oder andere wird die Samentütchen schon mit Sicherheit erkannt haben. Was ich jetzt aber noch in diesem Video machen möchte: ich habe hier jetzt schon mal die Töpfe vorbereitet, um die Pflanzen zu vereinzeln. Hier und da habt ihr ja schon gesehen, dass eine Wurzelspitze rauskommt. Plumeria ist, was die Wurzelbildung im juvenilen Stadium der Pflanze betrifft, sehr, sehr schnell unterwegs. Bedeutet, wenn ich jetzt 5 Pflanzen hier so wachsen lasse, dann muss ich sie später nur auseinanderreißen. Die Wurzeln sind auch sehr, sehr empfindlich. Das heißt, je früher ich die Samen vereinzel oder die Pflänzchen, umso besser ist es dann am Ende für die Einzelpflanze.
Gesundes Wurzelwerk ist das A und O bei Plumeria. Sonst schleicht sich früher oder später ein Schädling ein. Und das reicht schon, wenn es eine junge Pflanze ist, die dann ein paar Jahre hinter sich hat und der Pilz sich von Anfang an praktisch schon in ihr befunden hat. Klingt verrückt, ist aber leider möglich. Und im Prinzip nehme ich mir jetzt einfach mal The Orange Pearl, weil da haben wir ja gerade eben zuletzt gesehen, dass hier schon ein Samen ist, mit einer Wurzelspitze. Und vereinzelt praktisch jetzt nicht die Sämlinge, die ich dann pickiere, sondern vereinzelt direkt den Samen. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, warum machst du das dann nicht direkt, dass du die Samen zunächst zum Beispiel in einem feuchten Papier, Küchenkrepp oder ähnlichem zum Keimen bringst. Kann man auch machen. Aber ich habe mich jetzt für die Methode entschieden, dass ich die Samen in der Erde bewurzeln lasse oder keimen lasse und dann auspflanze. Hat sich bisher immer ganz gut bewährt und gut funktioniert. Schauen wir noch, hier ist nochmal ein Samen mit einer weißen Wurzelspitze. Das heißt, auch dieser ist gekeimt. Und jetzt ist praktisch der Orange Pearl mehr oder weniger schon vereinzelt. Der Topf, es ist ein 9x9 auf, ja, der ist eigentlich höher als 9, also höher als breit, Topf, also 9x9x10. Der ist an und für sich schon ideal für eine kleine Plumeria-Pflanze. Da kann sie locker das erste Jahr darin verbringen. Wichtig ist natürlich auch, dass wir die ganzen Pflanzen beschriften. So langsam habe ich keine Schlaufenetiketten mehr, muss ich wieder nachbestellen. Das heißt, das ist die Sorte Orange Pearl. So, Orange Pearl. Und jetzt im Prinzip muss ich die Töpfchen nur noch beschriften. Über die Jahre habe ich festgestellt, es ist eigentlich ganz geschickt, wenn man Töpfe hat, die man auch beschriften kann. Sogenannte Stautentöpfchen, die haben dann hier so einen Schlitz am Rand und da kann man das Etikett durchziehen und dann hält das schon. Und falls es doch nicht halten sollte, hat es ja den Vorteil, das Schlaufenetikett kann man eben schlaufen und dann kann man es definitiv nicht mehr verlieren und man weiß auch zukünftig, egal wie und wann, wie die Pflanze heißt. So viel zum Start der neuen Plumeria-Serie Frangipani. Da geht es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch wieder darum. Wenn ich die Pflanze natürlich dementsprechend gut über den Winter gebracht habe, geht das Ganze natürlich auch im nächsten Jahr direkt weiter. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Plumeria, schreibt es gerne hier in die Kommentare oder in den Blumensack. Bis zum nächsten Video. Daumen hoch, Kanal abonnieren und tschüss.